get no sleep last night, I'm late. But time will tell, yo. Said if you love me, why would you. Mit so Michael Jersen, Jordan? I don't know myself, yo. That one there is a work of art, but cannot fit on the show. Was geht, Freunde? Willkommen zu dieser neuen Rap-Lorie-Folge. Heute, letzte Folge von Runde 2. Freunde, lasst mir gerne liken, kommentieren, Abo da. Lasst einen Follow auf Instagram da, Freunde. Lasst einen Follow auf Snapchat da, Freunde. Ich küsse euer Herzen. Ich würde sagen, in diesem Sinne, wir gehen rein in die Folge. Kommt immer in die Streams, um dabei zu sein, Freunde. Slam, Slam, sagen wir gehen rein ins Video. Let's go. Freunde, ich erwarte, einer hat im Chat geschrieben, dass heute ein guter Song kommt. Herzlich willkommen. Heute ist die Gruppe Rina dran, ne? Ich bin Rina Moldavia. Bruder, die hat manchmal sehr witzige Hörprobe auf TikTok. Zur Runde 2, ja? Die Aufgabe in Runde 2 ist es, einen Gruppensong zu erstellen. Ey, Chat, sollen wir mal wieder Rina einladen ins Stream? Was sagt ihr? Ihr seid eine Ausnahme. Ihr seid eine Sechser-Truppe. Ja? Ihr könnt einen Beat-Switch einbauen. Das haben wir euch schon mitgeteilt. Er muss festivaltauglich sein. Ihr habt 72 Stunden Zeit und es wird eine Auslandsreise. Weil deswegen sind wir hier am Flughafen. Aber zunächst, bevor ich euch erkläre, wohin es geht und welche Regeln ihr beachten müsst, brauche ich einen Teamkapitän. Rina, Jana, komm dankeschön. Her! Alla Rinsen! Rinsen ist Kapitän! Rina, wollen wir erstmal gucken, wohin es geht für euch? Ey, Jungs! Wohin? Ah, diesen Chat, das ist jetzt, aber Marcel, es sind nur die jetzt. Also wir haben diese Folge nur einen Song, oder? Du kannst gerne gucken, wie viel ihr für die nächsten 72 Stunden sechs Leute fühlt sich schlecht. Wie viel ihr zur Verfügung habt. Fertig. Oh nein! Digga, und Chat, Paris ist nicht billig, ne? So Marseille und so, es sind so normale Preise. Huni tut weh. Huni tut sehr, sehr weh, Bruder. Guckt euch mal den Blick an hier. Guckt euch seinen Blick an. Finesse denkt ich auch nur so, fetch. Alla Sammy Dugaya, Bruder, gib den doch mal mehr die Arme, Bruder. Sechs Leute, Huni, das ist tot. Jetzt kommen wir zum etwas schlechteren Teil. Und zwar die Regel. Herzlich willkommen zu. Bruder, diese Regeln, wirklich, kann ich auch nicht mehr hören. Fertig. Also Leute, erste Minusgeschäft, wallah, wir müssen einfach Tabak kaufen für Leute, die rauchen. Bruder, jede Gruppe kippen. Es ist so krank. Das ist, Bruder, das ist krank. Immer die kippen, Bruder, immer das Wichtigste. In unserem Team haben wir Junkies. Wir müssen auch ein Herz für Junkies haben. Ich muss erstmal die Preise hier abklären, ja. Solange ich das nicht absegne, gibt's hier nichts. Bruder, wallah, ich fühle mich, als würde ich gerade fasten, Bruder. Weißt du, wie diese Snickers gerade aussieht? Eiskalt, Bruder, warte, ich muss. Ganz krass, genau. Oh. Ist jetzt. Boah! Ey, Walla, ich hab keinen Bock auf das Snickers. Walla, ich sag jetzt, kann ich was verrecken für Dings. Bruder, wir haben einmal billigste Tabak, billigste Papes, billigste Filter. Der Arme, ja, wie Penne, Bruder, so. Wie Penne damals, Tankstelle, als ich gearbeitet habe, ich brauch die billig. Da kam immer, Chat, als ich Tankstelle gearbeitet habe damals, kam so, ne? Penner, sag ich jetzt mal rein, okay? Die sind reingekommen und da gab's dann immer so ein. Hey, genau, wir können aber den Kämmel. Wir können einmal Pueblo. Genau, die billigsten Zigarren. Bruder, ach, Scheiße, Bruder. Oder einfach Lungenkrebs, Bruder, Wanda. Bruder, das kriegst du auch beim besten Tabak. Oder sogar schneller. Bruder, John Player, meine Mutter. Alte John Player Tabak, Wanda, ich schwör's dir. Alter, das ist wirklich diese Kneipe, Bruder. Richard, dreh mir eine Zigarette. Digga, wisst ihr, was das räudigste ist? Zigarillos, Chat. Ich glaube, die hießen Zigarillos, Bruder. Ach du Kacke, wer die geraucht hat, Bruder, der wollte, dass seine Lunge stirbt. 8,90 €, Kassensturz. Katsching! Jungs, ich glaube, es geht los. Wallah. Selamun aleyküm gençler. Today we fly to Marseille. The whole equipe is on board. Yes. My brother. Okay, sagt ihr, was ist der beste Moment im Flughafen? Ich sage, Security check. Richtig ab, richtig anstrengend. Vor dem Boarding warten, f***t ab. Wenn man ins Flugzeug reingeht, ist der beste Moment, Chat, sage ich. Kennt ihr diese Tunnel? Ihr wisst doch, diese Tunnel, wenn man rein ins Flugzeug geht. Das ist so der entspannteste Moment. Dann f***t wieder ab, zu warten, bis das Flugzeug steigt. Also losfährt und so. Landung, Bock, Todes, wenn man angekommen ist und wieder Internet hat. Beste Moment, wirklich Befreiung. Ja gut, wenn man aussteigt. Boah, warten auf Gepäck, größte Kacke. ETL.
Ey, Marseille ist gefährlich bis sie, ne? Aber auch schön. Guck mal hier. Boah, stark, Chat. Stark. Die haben einfach einen Shot von meiner Yacht hingekriegt, Bruder. Stark. Sehr, sehr stark. Hier, Chat. Die blaue. Ich habe extra diese blauen Schirme genommen, weil ich finde, es hat gut gepasst zum Akzent. Die werden jetzt alle Kulturschock haben. Maske, Frankreich Flughafen. Die werden jetzt alle Kulturschock haben. Es gibt ja auch Teams, die kriegen nur 50 Euro. Ne? Und das wäre ja geil, wenn die die 50 Euro kriegen, dafür eine Villa kriegen. Antheos, dankeschön. Und auch gut. Wallahi, Bruder. Du hast eine perfekte Zeit. Warum aber jetzt Alarm? Warum? Abo. Ja, ja. Ich nehme, da geht noch mit. Warum geht das ohne Koffer? Warum geht das hier da ohne Koffer? Das ist mein Koffer. So, kurzer Kassensturz. Kein Uber, kein Taxi. Wir sind eine Stunde von der Stadt entfernt. Wie machen wir? Wie machen, Bruder? Wie willst du jetzt von A nach B kommen, bitte? Erklärt's mir. Chat, wie würdet ihr jetzt vorgehen, um dann von A nach B zu kommen? Bei aller Liebe, da bist du gedonnert. Laufen eine Stunde zu Fuß, Bruder. Passanten fragen, bist du blöd, Bruder? Jedes Mal, wenn ich jemanden sehe mit so einem Daumen, Bruder, bestimmt halt ich an, Bruder, bist du krank? Bruder, wenn ich einmal in Frankfurt, ich bin lang gefahren, da wird einer mit einem Zettel mit We want to go to Bosnia oder so. Bruder, oha, wer bringt dich da hin? Bist du irre? Das jetzt. Sammy geht nicht ran. Dankeschön, Rap Larue. Nach hier, ich brauch 1 Euro, bitte gib mir Flug. 1 Euro. Ich hab nicht viel, ich habe nicht genug. Nein. Wonach du suchst, weiß ich nicht, alle Habu. Ah, gib mir 1 Euro. Ja. Yeah. Da gibst du eine Fan. Da guckst du mich an, ich hab nicht eine Hand. Check, ich bin auf mich allein gestellt. Okay, Chat, by the way, der beste Einstieg für einen Freestyle all time ist entweder oder check. Nie im Klassenzimmer, lieber mehr im Freien hängen. Ey, ich sollte mein Leben auf die Beine stellen. Alles, was sie wollten, war eine Rolex und ein weißer Benz. Ey, Junkies haben Rost, stecke Rost in deine Schenkel und ich mach mich aus dem Staub. Diese Dünja ist versaut, für das Geld wird halt verkauft. Jeder liebt hier seine Mutter, doch verachtet seine Frau, ey. 2 Stunden Wutwaffe, ne? Ich kann nicht einmal Englisch, Bruder. Ich weiß nicht, Bruder, wo seid ihr geboren? Yes. Sogar ich kann Englisch, Bruder, und ich hab doch jede Klausur Petzen. Boah, wie warm ist denn in Marseille, Bruder? Sein Rücken nass. Ich hab auf jede Schularbeit eine 5 oder sogar ich kann Englisch. Ja? Frankreich ist kein Spaß, Bruder, nicht normal. Geh mal 3 rein. Hamburg, geh rein. Ich geh vorne. Gibst du nach vorne? Geh nach hinten, Bruder, geh nach hinten. Auf jeden Fall, wir sind alle kaputt. Ey, Wallah, ich sag dir ehrlich, wenn diese Villa Schmodder ist, ich raste aus, Bruder. Welche Villa, Bro? Bruder, ich hab Hängematte. Ich hab gehört Häuschen. Ein Raum. Bruder, ich sag dir offen und ehrlich, guck mal, kurz, ich glaube, ich spreche jeden aus der Seele. Am Anfang Villa und so und machen das. Mittlerweile. 500 Euro jede Gruppe. Mittlerweile bin ich froh, wenn wir einfach heute gemeinsam schlafen können und wir schlafen nicht mit Wölfen. Und wenn wir essen können, was haben wir noch zu verlieren? Ey, Alter, wir haben im Flughafen geschlafen, wurden nicht kontrolliert von Polizei, wurden kontrolliert von Militär. Wo sind wir, Bruder? Bruder, seid ihr auch mal angekommen? Ey, was ist das für ein toter Apartment hier, Bruder? Ey, ich sag euch jetzt was. Auf Koran. Wenn das jetzt... Wallabilladau. Wenn wirklich das passiert, was wir glauben. Ey, warum wollen wir nicht den Mann hinten? Der Arme ist wie ein Ding. Ey, komm, das ist klar. Also, wenn wir jetzt wirklich da schlafen, was wir eben gesehen haben, dann sind wir am Arsch. Also, wir sind nicht am Arsch, aber schon hart. Soll ich sagen? Sag. Bruder, das ist einfach so ein Dings, wo man Mülltonnen... So ein Hof, der einfach nur... Also mit einer Mauer umzäunt ist. Ich hoffe nicht, aber das ist die Adresse, die genaue. Ey, warte mal. Abo, Bruder. Ey! Wow. Ey, ihr Ekelhaft! Oh mein Gott! Bruder! Bruder! Nein! Bruder! Oh mein Gott. Ist das ein Pool? Oha!
fertig. Fertig. Bruder, springt der mit seinen Klamotten. Bruder, das ist krank. Mit Klamotten ist krank. Bruder, lass mal auf Klamotten, okay? Mit Socken in den Pool springen ist krank. Halt's Maul, Digga. Halt's Maul da drüben. Ey, wir brauchen irgendwas, womit dieser Angel da unter Wasser geht, weißt du? Deswegen habe ich dich draus. Was? Da hier, Bruder. Sammy! Siehst du das, Bruder? Siehst du das? Tschüss, als ob die angeln gehen wollen, oha! Halt's Maul da drüben. Ey, hä? Das sieht das nur von hier so aus, Chat, oder bin ich blöd? Einer hat's in den Chat geschrieben. 1, 2, 3, 4. Lol. Hat er 4 oder 15? Meinte er selber. Ach so, er hat echt. Ach so. Lol, wie habt ihr das gesehen, Bruder? Wie habt ihr das gesehen, Chat? Was? Er hat einfach Minecraft in Real Life, Bruder, mit Ding, mit Hammer. Dieser Angel da unter Wasser geht, weißt du? Deswegen habe ich nicht draus. Was? Da hier, Bruder. Sammy! Siehst du das, Bruder? Siehst du das? Das ist ey, Bruder, guck mal, wie er den zurück. Ey, ist zu viel, Bruder, das ist zu viel. Ich sag grad zu Berdo, ja? Ich sag, ey, Berdo, wir müssen morgen Dings, ne? Angeln gehen. Er sagt, ja, normal. Mit seinem Dialekt, ja, normal. Ich hab doch schon ein Köderle gefangen. Ich guck mal hier. Ey, was, komm, findest du, komm mal her. Aber die kommen doch nicht essen, Bruder, oder? Nein, Bruder, ich will die nicht essen, aber das muss Angelfutter werden, Bruder. Oh! Wollen wir ihn töten? Soll ich ihn töten oder nicht? Ja. Aber in Marokko sagen die, ey, wenn... Ey, nach Maghreb-Gebet sollst du ihn nicht töten. Ja, die sagen in Marokko, wenn er auf dich pisst, Bruder, dann wirst du behindert an dieser Stelle. Nein, nein, nach Maghreb-Gebet sollst du ihn nicht töten. Das ist ein Molch. Lass den auf, Schau. Und kann schwimmen, wo er ist. Problem. Ey, Rina. Erst morgen wirst du gefressen. Heute wir machen eine Session. Ey, wir machen eine Session. Ich hoffe, meine Mutter Doktor ist. Süßes oder Saures? Kamera zum Laden. Süßes oder Saures? Ich kauf nichts hier. Ich wollte euch mal ein Studio aufbauen. Ja, wir bauen ein Studio. Leute haben 500.000 Studio. Leute haben 9 Scheine stecken. 9 Scheine und in irgendwelchen krassen Ländern haben schon so ein Studio wie wir. Wir haben 2 Produzenten, Bruder. Bitte. Also ich habe hohe Erwartungen an die Gruppe. Hey Berdo, wir brauchen aber mehr Energie, Bruder. Das ist ein Festival-Song, Bruder. Weißt du, ich meine? Da muss richtig knallen, Kusi. Mann, da muss alles kaputt gehen, diese Wand. Uzi, richtiger, so irrer. People are sleeping around there. Okay, we understand. So we turn off, okay. Ist der Besitzer oder was? Wer ist dieser Eri, Bruder? Nein, Besitzer. Er sagt, wer ist dieser Eri, Bruder? Ist der Besitzer oder was? Wer ist dieser Eri, Bruder? Warte mal, wie kommt ihr überhaupt auf dieses Grundstück? Wie kommt ihr auf dieses Grundstück, Bruder? Der hat Kohle. Ja, Wander, will das nicht. Wander besser, so wie das er gekommen ist. Wander besser, dass er gekommen ist. Wer nicht gekommen, hätte er wohl gerufen. Ja. Weißt du? Ey, Jungs, wie? Und Hamo hat keine Papiere. Keine Passaport. Also ihr habt gerade gesehen, die Session wurde gesprengt. Nicht nur von uns, sondern auch von unserem lieben Nachbarn Jean-Claude. Der Françoise kam zu uns und hat sich richtig aufgeregt. Und dann haben wir gesagt, excusez-moi, frérot. Toute la nuit. Schlafen. Wir haben gesagt, halt dein Maul, Digga. Scheiße. Wir haben gesagt, mach auf jeden Fall. Wir haben gesagt, wir machen es jetzt zu Ende hier. Und machen einfach morgen weiter. Weil es schon 1 Uhr und wir haben unter der Woche, Leute. Das geht nicht. Gute Nacht. Wir gehen alle schlafen. Pass auf, schau auf. Tag 1 vorbei. Strapazen hin und her. Aber es ist geschafft. Das ist doch auch eine akzeptable Zeit, um jetzt schlafen zu gehen. Voilà. Haben wir alle gut gemacht. Ich bin noch nicht.
Nina fehl am Platz. Ich hasse so Leute wie dich. So Leute wie du, Dotti, nicht böse gemeint. Ich hasse so Menschen wie dich, Digga. Digga, die so, der ist fehl am Platz, der ist fehl am... Bruder, du guckst ja ein Video, was zusammengeschnitten ist, Bruder. Was willst du beurteilen, Bruder, bitte? Schlimm, wirklich. Ich glaube, wir haben so gut wie die Beats fertig, oder? Ich habe ja angefangen eben schon. Und wir werden das safe nehmen, weil das ist Beilefang. Hast du auch so wie der Brasil wie Anfang von wie der Beat anfängt, der erste, so läuft der dieses erste, dumm, tschau, tschau, so läuft der zweite komplett. Wir gucken nur noch, wie wir das machen wegen Reihenfolge. Stark. Aber das ist auf jeden Fall Stand der Dinge. Und ja, die anderen sind gerade einkaufen. Wir machen uns bald ans Recording dran. Und ja, bleibt gespannt. Wir sind jetzt in Carrefour. Das ist wohl ein größerer Supermarkt, gell? Also, drei Packungen Spaghetti. In einer Kilo. Packung sind 500 Gramm. Also haben wir 1,5 Kilo Nudeln. Ich glaube, das reicht mehr als erstmal mehr als genug. Ja, ne? Studenteneinkauf. Bei der Paterina. Ey, wow. Du schaust aus wie so ein Dallo. Gucci-Kappe, Louis-Tasche, pinke Abaya. 18 Euro, das ist guck mal, was wir geholt haben. 67. Hier. Vielleicht habe ich noch kleines. Warte mal. Da, Alon. Einkaufen mit. Schau, ihr Eri, für Olem hat die dein Haus angezündet. Tschüss. Arbeitsamt, geht. Ich geb dir echt, ich bin der Patron. Warte, Alon. Ich geb dir echt, ich bin der Patron. Günaydın gençler. Selamun aleyküm. Sağol abi. Wow, wow, Aziz. Wir haben Beute für euch, Freunde. Get up. Walla, wir haben frische Sachen. Ich wollte gerade sagen, Fleisch, kein Fleisch, aber jetzt wird gespeist. Wir speisen die Könige jetzt. Müssen wir nur durch, diese Beats, Bruder, wo du diese Beile, diese Brasil-Funk-TikTok-Tänze machst dazu, Bruder, so. Du irre gehst. Willkommen im Affenkäfig, Affenkäfig, willkommen im Affenkäfig. Können wir sagen, was ihr wollt? Maximale Gruppe, Bruder. Auch die Dings, das Airbnb ist super für die. Yusuf! Nimm mal ein Mikrofon von Yusuf kurz. Hey, Yusuf! Ewa! Kommst du her? Ich habe mich einen Affenkäfig! Teamarbeit war sehr gut. Es war sehr angenehm. Alle haben ihre Aufgaben irgendwie erfüllt. Auch wenn es manchmal kracht, aber das ist normal. Hier sind viele Künstler mit. Auch mit Ego, mit einer Vorstellung, und die sie umsetzen wollen. Deswegen kann schon sein, dass manchmal kracht, aber bei uns war das jetzt nicht so. Bei uns war das echt angenehm und sauber. Arschloch, sei leise, Herst, was du Trottel hast. Ich weiß ja nicht. Einfach. Ich weiß ja nicht, du Trottel. Einfach. Bin ich von gestern oder. Was ist der? Bist du deppert? Bist du deppert, Herst? Oh, oh, so gefällt mir Beat, so gefällt mir, so gefällt mir. Deine Jungs sind alle faul, wie der Vogel Chicken Teriyaki tanzt. Das ist das Lied? Nein! Das hat Dorina mal auf TikTok previewt, Digga. Chicken Teriyaki, Digga. Der Chicken Teriyaki Song Chat, nein.
Es ist der Chicken Teriyaki Song, fertig. Perfekt. Also Bruder, gar kein Bock auf den Chat gleich, wenn die sie den Song zeigen. Boah, Bruder, wirklich null auf den Chat, null. Okay, Baba. Tanze Samba de Janeiro mit meinem Team wie Seleção. Gude, kannst du mal aufnehmen hier, oder? Ich glaube, Ballerina, ja? Ja, hast du dich umgezogen? Ja, mal stehen und runtergehen, Mann. Hast du dich umgezogen, Hä? Hast du dich umgezogen? Ja, ich knie dich doch hier so hin, das hab ich auch gemacht. Ist besser. Wie was? Soll ich mich auch fresh machen? Kannst du machen, Mann. Ja, so, guck mal, wie wir hier sitzen. Ja, was macht ihr? Wir gehen jetzt angeln. Da wir kein Essen haben, müssen wir halt gucken, dass wir irgendwie überleben. Deswegen. Bitte nicht. Die Angel jetzt ready? Ja, die Angel ist ready. Die Angel ist ready. Die paar Haken, der Haken kann ausgefahren werden. Oh mein Gott. Wow. Das sieht sehr professionell aus. Walla, gell? Das sollte schon passen. Hier nochmal für alle. Legt euch nicht mit mir an. Ey Bruder, wollen wir das mal bei Pool ausprobieren? Wie sehr der Haken runtergeht? Ja, komm. Das ist ja, du hast noch Hand und Nieren geschlafen, dann musst du gucken. Oh. Ey, guck mal, der steht wirklich. Das ist perfekt, Bruder. Das ist genau so, wie du gesagt hast. Ey, warte schon mal, Angelchat, so eine Aktivität, die will ich irgendwann mal machen. So auf ein Boot, rausfahren mit jemandem, einfach angeln, reden, lachen, furzen. Wir sind anscheinend fertig. Alhamdulillah. Kompliziert. Wie schnell ist möglich? Hier, das Kaffee. Bist du fertig? Was geht hier ab? Wir gucken jetzt, was der Song gesagt hat. Ach so, okay. Ey, wo ist Rutsi Marina? Keine Ahnung. Egal. Wir schaffen das schon so. Hört uns zu. Wir hören den Song jetzt für Uzi und Rina. Mach laut, mach laut. Salam alaikum, ihr Stern. Kommt der wieder. Mach laut, mach leise. Alhamdulillah, beim Musikmachen ist crazy, ja. Ist aber auch, muss man sagen, Chat, eine Gruppe mit viel Potenzial. Finesse, Uzi, das sind so zwei Jungs, die ich sehr feier, Bro. Walla, Tag 2 ist vorbei, Song ist fertig. Ich glaube, es gibt nichts zu sagen, Walla, wir wollen einfach nur schlafen, Bruder. Down, aber Gott sei Dank hat alles geklappt, ja. Beginnt schlafen, eine Runde, Bruder. Wir sind am Ende, wir sind am Arsch, wir wollen schlafen, morgen früh geht's los. Peace out. Also, wir sind jetzt auf dem Weg in die Stadt. Das erste Mal richtig in die Innenstadt, oder? Das erste Mal. Und das am letzten Tag. Ja. Naja, morgen ist ja eigentlich schon unser allerletzter Tag, theoretisch. Wann fliegen wir morgen? Schon relativ früh, ja, Mann. Also heißt mal, heute ist unser letzter voller Tag, Bruder. Heute müssen wir auf jeden Fall ausnutzen, den ganzen Tag. Und, ja. Wir sind jetzt hier zu viert schon mal im Taxi, im Uber und die anderen kommen dann gleich noch nach. Finesse, man. Ciao. Ey, Bau. Taxifahrer, oder? Das wird zu krass heute. Nebi, bei uns Taxifahrer, so ein Achi, bei uns auch, Achi. Ich sag's dir, ich muss Video drehen. Video drehen. Walla, Kühlschrank ist leer, das ist normal. Wir müssen Zahnpasta essen. Ich sag euch Wahrheit, das Zahnpasta, was übrig bleibt, ich hatte letztens Hunger, ich mach einfach. Ganz normal. Burada söyleyeceğim, ya, burayı çekeceğim. Ya, yani şey, ben de arkada kalacağım böyle. Ya, aber ja. Hey, warte mal kurz. Das ist auch Arbeit. Wir machen gerade Werbung für seinen Laden offiziell. Ja. Weißt du, und dafür kriegen wir eine Promotion. Ja, ist Arbeit. Oder? Ist Arbeit. Ist ja okay. Walla, Sammy, du darfst es nicht dribbeln. Wir rappen ja was vor. Aber wollen wir den Song vor? Ja, okay, dann komm. Dann machen wir hier die Hook. Ja. Machen wir hier Affenkäfig die Hook. Ja, wir machen hier Affenkäfig die Hook. Wie alle Leute so gucken und so krass. Ey, wie süß, der kleine Junge macht so Jill-Zeichen.
Wie süß, Digga. Ach du Scheiße, wie krass. Guck mal, der kleine Junge chat. Digga, einfach Vision in Marseille. Der nicht geplant war. Ich weiß nicht, ob das im Musikvideo da zu sehen sein wird oder ob das irgendwie zensiert werden muss, aber... Chat ist nicht so deep, also wenn man es auch gesehen hätte, ist nicht so deep, Chat, wirklich. Ich hab einen kleinen Unfall, beziehungsweise der Finesse. Bruder, ich hab früher im Stream Boxkämpfe geguckt, Chat, bitte, ist nicht so deep, glaub mir. Wer weiß noch, Chat, wo wir Straßenkämpfe geguckt haben im Stream, oder so, also deswegen ist es nicht so deep. Hat sich verletzt an seiner Hand und ja, damit haben wir natürlich nicht gerechnet und hoffen, dass er schnell verheilt und dass er da für ärztliche Hilfe so schnell wie nichts bekommt. Wird. Yep. Oh. Mama, hey Mama, wenn ich sterbe, was siehst du? Alle, Bruder. Alles gut, Chat. Irgendeine Haut war oder so, seht ihr. Kunstblut fürs Musikvideo. Ketchup. Was alles passieren kann, Musikvideos. Ich lach jetzt, weil ich mir denke, erste Videodrehtag direkt Absturz, aber jetzt kein Spaß. Das Messer. Ja, der Boden wird auch mal direkt gereinigt, also nicht zu Hause nachmachen. Das war ein Stich. Das war original ein Stich. Der hat sich selber besiegt. Ich guck einfach, Blut liegt an. Ey, schick mal, ey, guck mal, Standort wo. Er ruft ihn mal an. Das ist schon ein Dönermesser, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr tief. Soll mal Standort schicken, Mann. Ey, war das nicht schlimm? Cousin, der Finesse nimmt von so einem Döner-Typ diese Messer, man sieht es bestimmt im Musikvideo, der nimmt diese Messer. Das sind auch kleine Kinder, die ist das. Der macht irgendwie so, ey, weißt du, was für ein tiefer Schnitt das ist? Das sah ekelhaft aus. Was ist los jetzt? Was stand da drin? Ich war gerade drin, ich dachte, die nehmen mich, die machen das zu, die sagen Hospital, Hospital, Hospital. Muss, gell? Ich sehe einen Marokkaner, ich sag, warum Krankenhaus? Ich sag, Bruder, das ist so tief. Wallah, ich hab in meinen Augen gesehen, ich sehe was Weißes. Ich hab Schock bekommen. Boah, das ist ekelhaft. Ich glaube, ich könnte das nicht sehen, Chat, wenn so Knochen, wenn du so Knochen sehen würdest. Das Messer so? Der sagt, dein Knochen guckt raus. Ja. Du musst das nehmen. Du musst das nehmen, weil sonst wird eine tiefe Wunde uns entzünden. Boah, wallah, Bruder, wie ist so schwindelig. Wir haben unser Essen erarbeitet bei so einem Dönerladen, richtig wild, Roller, das härteste Video der Welt. 1000 Leute, wir haben Kebab-Schwert in Hand genommen, ich habe meinen halben Handkreis abgeschnitten. Oxumbile, alles auf Film, Bruder, wir haben alles aufgenommen, Roller, alles Blut, Bruder, Krankenwagen. Bruder, was Krankenwagen macht? Die sagen so, ja, wir haben zu viele Unfälle, wir können dich mitnehmen, geh Krankenhaus, schnell. Ich schock Koran, Knochen guckt raus. Ist immer noch so? Ja, Bruder, der Belder hat mir jetzt Bandage gemacht. Ach du Scheiße, Digga. Ja. Was sollen wir jetzt machen? Soll ich jetzt sollen wir weiterdrehen? Mir ist egal, Bruder, ich will Krankenhaus. Geh ins Krankenhaus, geh ins Krankenhaus. Kann ich bei Versicherung sagen, Rap La Rue? Ja, geh ins Krankenhaus, egal. Ja, aber Krankenhaus ist 30 Minuten von hier entfernt. Egal, dann nimm Uber vom privaten Geld, wir zahlen es dir nach. Sorry, Bruder, diese Nachzahlung musst du nicht, aber ich mach das ab. Aber das ist, sag Rula, das ist kein Rausflug. Nein, es ist kein Haus. Gulola, Gulola, bitte. Gulola, okay, danke schön. Dann ist alles gut, gehst sofort ins Krankenhaus. Ja, bei sowas ist ja ein Ding, das ist ja Ausnahmen, safe. Okay, danke schön. So, auf jeden Fall, mein Bruder Nabil, Shukran. Tahiyef Nabil Marseille, Shukran, Zef. Der hat mich abgeholt, oder der Taxifahrer, der uns heute Morgen gebracht hat. Der führt mich jetzt ins Krankenhaus. Wie ein Horrorfilm hier. Was ist für ein Krankenhaus, Digga? Danke, Diego. Ihr wollt Block, hier ist Block. Wir werden auf jeden Fall genäht. Und ja, ich habe gerade Rap La Rue gezeigt. Die machen auf jeden Fall bessere Behandlungen, weil die haben dick Follower gesehen. Das wird auf jeden Fall lustig, ja? Hey, what's up, El Marseille? Ach, hey, bitte bin mir jetzt angehen. Hey, what? Okay, check. Ah, ah, shit. Ah, rappen. Ekelhafte Marok, so ne Aufenthalt. Zicken Gilets klingen, wenn es draußen knallt. Werde diese Scheiße noch gewinnen, sei dir sicher wie mein Bruder District, der ist draußen bald. Liefer die Pakete ohne Briefmarke. Mein Plagger Stempel auf der Peace-Platte. Hör mir zu, mein Ruhe, Tischeristen voll mit Dunkel, Hasch und Pistazien. Also es wäre jetzt Peak Entertainment, Chat, wenn einer einfach verkacken würde. Sorry, Rina, aber es wäre Peak Entertainment. Es wäre Prime meines Lebens, wenn jetzt einfach einer so aus Versehen verkackt. Ey, mein Bruder. Ja. Was geht ab? Explodiert. Locker.
Nationen. Was sagen die? Wie geht's dir? Oder die sagen, gegen so eine Sehne ist durchtrennt worden. Die müssen zur Operation operieren. Der Spezialist ist ein anderer Krankenhaus, der kommt aber so ein Semi. Sehne gerissen? Ja, kann sein, dass Sehne gerissen ist. Durchtrennt. Oh. 5 mm tief. Ach du Scheiße, Bruder. Gute Besserung, mein Schatz. Ja, kann ich nie wieder meinen Zeigefinger. Du kannst nie wieder deinen Zeigefinger benutzen. Übertreib nicht, Amanakoyim. Du hast daraus Dings gemacht, Bruder. Leute haben keinen Fuß mehr. Danke, mein Sohn. Wir sind jetzt aus der Stadt zurück. Wir sind endlich nach Hause angekommen, oh mein Gott. Wir werden uns jetzt nochmal fresh machen, nochmal duschen, Katzendusche vielleicht nochmal schnell und dann nochmal raus, paar Szenen filmen. Und Finesse im Yamaha anrufen. Handy laden müssen wir auch machen, oh mein Gott. Finesse im Arm. Der Tag ist noch nicht vorbei. Es geht ab. Ich bin wieder da. Wie geht's dir, Bruder? Das ist tote Blut. Bruder, man sieht doch ganze Gesicht. Chat. Sieht doch eigentlich gerade ganze Gesicht, Bruder, ja. Aber ich sage euch, ich habe Finesse ohne Maske nicht erkannt. Warum haben die dir nicht mal dieses Blut weggemacht? Weil das gar nicht operiert. Bruder, warum denkt der Chat, dass man ihn so nicht sieht, ne? Warum denkt er, man sieht ihn nicht so? Erklärt's mir. Es wurde genäht, aber es muss aber in Deutschland... Aber die hätten die es echt mal sauber machen. Ja, das ist runtergeflossen, gerade eben so ein bisschen. Aber es wurde genäht, ihr getackert. Ja. Das wurde so getackert und in Deutschland... Ja, in Deutschland, okay. In Deutschland musst du Spezialist, Bruder, sehen, ist gerissen, Bruder. Okay, unser Uber ist in 3 Minuten da. Zahlungsart natürlich Spar, ich weiß nicht, ob man es hier irgendwo sieht. Auf jeden Fall werden wir es gleich von diesem Budget noch bezahlen. Und ja, Mann. Erzähl Marina, was geht? Wohin gehen wir? Das spoiler ich noch nicht, Mann. Das wird jetzt der harte Überraschungseffekt am Ende. Wir gehen jetzt zum Final Countdown. Es steht Final Countdown. The Final Countdown. 18,03 Euro, unser Uber. Wir werden es gleich bezahlen. Ich werde diese Rechnung ausdrucken, diesen Beleg, weil ich glaube, das kann man auch in der App. Dann haben wir es auch noch mal zu unseren anderen Belegen, dann ist ein Teil davon. Ich hoffe, ihr checkt. Das ist noch diese von Jules, diese Geburtsding da, ne? Diese, war ja so, ne? Alle, wo wir sind. Es geht ab. Damit ihr es auch jetzt endgültig gecheckt habt, auch an die, die noch gehangen haben. Wir sind einfach hier. Was geht ab? Realisierst du das? Nein. Nein, gell? Du? Schau nicht. Ja, mit der Helligkeit kommt anders. Ey, dieser Jul-Influence ist so crazy, ne? Das ist krass. Jetzt werden wir schnell in Sinn. Jetzt fertig mit drehen. Ich habe jetzt den Uber zurück nach Hause gebucht. Wo steht dieser Preis hier? Nein, ich glaube hier oben bei diesen 3 Punkten war das hier. 16,90 Euro. Na, der tut weh. Mit Bargeld. Der tut sehr weh, Bruder. Mann. Der geht von unserem. Warte, wir gehen zwar morgen, aber der tut trotzdem sehr weh, Bruder. Ja, weil wir müssen noch was essen heute. 17 Euro, wir sind 3 anderen Teile an die Hand. Ich schwöre, meine Mutter, die geht. Wir sagen hiermit offiziell der Konkurrenz den Krieg an. Top das und dann bist du krass. Wenn du das nicht toppen kannst, Bro, dann ist Sense. Ja, wir sind, wie sagt man das? Wir haben mit 100 Euro jeden seine Dings so auseinandergenommen. Wir sind, ohne was zu erwähnen. Zertifiziert von originalen Marseillern, was sollen wir euch sagen? Wir sind zertifiziert, weil die sagen Bienvenue Marseille every time, Frero, komm. Die sagen, hier ist euer Quartier, die sagen kommt und so. My Quartier is your Quartier, every time. Ola, ich hab's einmal verpasst. Tag 3 neigt sich auch langsam dem Ende zu. Wir sind jetzt fertig. Und nur PTL beendet den Tag. Ich ruf meine Mutter. Ich hab doch gesagt, wir sind jetzt fertig. Ja, aber nur PTL beendet. Warum eierst du jetzt? Bayern, lass doch kein Eier. Mann, das war gerade so eine Vorlage. Einmal mit Streit schlafen gehen. Auf jeden Fall, das war der letzte Tag. Und unser Video ist fertig. Warum lachst du, Wichser? Und Salam alaikum. Okay, Chat, jetzt bin ich gespannt, was deren Song kann. Heide. Heide, Chat, Heide. Heide. Jetzt bin ich gespannt, Chat, let's go. Willkommen im Affenkäfig. Keine
Vogel Chicken Teriyaki. Digga, diese Line gibt mir alles, Bruder. Die gibt mir, Bruder. Der gute alte Vogel Chicken Teriyaki, Bruder. Deine Jungs sind alle faul, wie der Vogel Chicken Teriyaki. Tanze Samba de Janeiro mit mein Team wie Celestau. Meine Jungs sind alle ciao, Meshakil lass einen bauen. Arwena in der Huma trägt die neuen so wie Falcao. Favela, jeder hat einen Knacks in Cabeza. Lauf von der Guardia, alle Gepaps. Boah, wer ist R-Chat? Wer ist er? Warte mal. Wer ist R-Chat? Hart, wie hieß er nochmal, Chat? Er kam krank rein, Bruder. Sein Einstieg war Max Petel, ne? Bruder, Petel, sein Einstieg war gerade Max. Killer seinen Bauen. Arwena in der Huma trägt die neuen so wie Falcao. Block Favela, jeder hat einen Knacks in Cabeza. Lauf von der Guardia, alle Gepaps. In Jungs schwärzen einen Barmeter. Alle Gamer. Attention. Willkommen im Affenzopf. Sind mein Dario. Cash Muller ist wie ein Flex Luger. Oder das bis jetzt, sag ich ehrlich. Ich sag bis jetzt der beste Song, alle. Was ist los? Das ist bis jetzt der beste Song von Runde 2 mit dem Max. Sind mein Dario. La 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 la. Ihr Staubsaugerrüssel zieht mehr Coca als DJ-Junkies von Hauptbahnhof mit. Ihr seid nur grausame Krüppel, die zwar drauf haben, bisschen akut sein, trotzdem ist Rina besser. Ciao mit den Bitches. Affenkäfig aus den Boxen. Ey, Bruder, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Also Uzi, sein Part sowieso, ich feier Uzi sowieso, Bruder, ne? Brauch ich gar nicht zu sagen. Aber Rina, ihr Part passt perfekt zum Song, Bruder. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, Digga. Rina, ihre Stimme und so, es passt. Also ich finde, es passt gerade alles. Nachbar ruft die Eber aus, küsst den Finger, hüft den Schwinger, wie Santa Cruz Ivana. Attention, willkommen im Affenzopf. Los, in mein Barrio. Cash Muller ist wegen Flex Nougat. Oh, in mein Barrio. La 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 la. La 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 la. Los, in mein Barrio. Boah, Chancy, sag ehrlich, die Chemie stimmt so krass. Auch die Bridge ist Max, Bruder. Ich finde das richtig, richtig geil, Bruder. Todesnice. Ey, jetzt kommt Beat Switch, ne? Finesse und so, jetzt Berdo und so, jetzt kommen die rein. Let's go, jetzt bin ich hart gespannt. Sie liebt den Stil, meine Performance, auf wie Benzin unter Pergola. Airport Schwächer von Wien nach Paris, Panam, Paf, Pisa, Sam, ruf Finesse, Mann. Schöpfe Katana rutscht durch die Kanada Goose. Bei Harakat Move macht der Banja Duft. Ich hab auf Verflucht und die Gender Mars. Giftig Cobra. Bruder, tschüss, Jungs, gehen hart rein, Alter, was ist los? Digga, endlich mal ein geiler Song in der Runde, Bruder, geil, Mann. Bis jetzt, ich sag ehrlich, für mich, bis jetzt, bester Track, Bruder, ja, der bockt am meisten, weil einfach alles stimmt, Bruder. Finesse ist gerade so reingesprungen, Berto auch, Bruder, hart, Junge, der zweite Song. Die gehen Max rein, Bruder, bockt Todes, Junge. Den Notarzt, Brüder kamen über Boote nach Europa, Salam Achoya aus Lampedusa. Im Wohnpark auf Safari im Toyota. Salam Achoya! Young Stars, Lamin Yamal. Safari Wohnpark. Stoß an mit Mirabal. Salam Achoya! Stock 80, keine Wahl. So nah das letzte Mal. Ich komm an athletisch, jung und wild aus dem Affenkäfig. Schneid asymmetrisch die Plaka. Aga fetisch, fast so ähnlich so wie Asche Fars in Tarja. Und Pisa Tourist, Nikla Polis. Neuner mit Wim Ferovic. Im Rudel mit Jeta Logis. Die dich fressen wie Regatoni. Bruder, ich weiß nicht, ob ihr mich fühlt, ne? Also erstens, das Video ist sehr, sehr gut geworden. Ich sage bis jetzt stärkste Gruppe. Ich weiß nicht, wer es fühlt. Ich finde, Finesse ist auch so einer meiner Favorites, Bruder. Ich finde Finesse so tough, Bruder.
Truck ist im Remover. Giftig Cobra, schön ruft den Notarzt. Brüder kamen über Boote nach Europa. Salam Ahoya aus Lampedusa. Durch den Wohnpark auf Safari im Toyota. Salam Ahoya. Youngstars, Lamin Yamal. Safari. Okay, Chat, ich hab ja gesagt, nach der Folge, ich ranke so, ich suche so den besten Song aus Runde 2. Ich sag, das ist der beste Song für mich. Digga, für mich ist das der beste Song aus Runde 2, Bruder. Hat einfach alles gestimmt. Ein Kritikpunkt, wofür sie nicht können, weil die so viel sind, dass es so lange dauert. Ja, der Song ist sehr lange, aber es sind ja zwei verschiedene Songs, deswegen finde ich das nice. Deswegen finde ich das sehr, sehr nice. Richtig, richtig geil, Bruder. Feier ich. Sehr, sehr geiler Track geworden. Finesse hat mir dick gefallen, Berdo. PTL, Bruder. Ich fand auch Rina hat gut gepasst auf den Song und so. Sehr, sehr nice. Feier ich hart. West Coast, motherfucker. Bonjour, vive la France! Funkeppisch, komm mit mir, Funkeppisch! Hadi, wahda, wahda Artist, sahab Marseille, ismek Joule. Ewa! 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 Immer Rappler, wie was wir machen, Schofko, meine Mutter, mein Knochen gut aus. Spiro! Ewa! Ey! Marseille, Marseille, Marseille! Donc, si je vois la voiture... Papa! Okay, Team Frankreich ist durch. Runde 2 ist abgeschlossen. Chat, jetzt geht's Runde 3 aufs Schiff. Monkey D. Sammy, Alter, geil. Ey, ich sage, Rap-Larue Runde 3 wird maximal geil, sage ich. Ich hoffe, ich hab's irgendwie im Gefühl, ich weiß nicht warum. Ich sag, Runde 3 wird ein riesen Upgrade. Ich sag, Runde 3 wird ein riesen Upgrade, Digga. Ich hab dick Bock. Zu Runde 3, Chat, werden wir auch wieder Leute einladen und so in die Streams, Rap-Larue-Künstler, weil ich denke, die werden die Runden hoffentlich nur anders aufbauen, beziehungsweise werden so immer so Zweier-Leute, glaube ich, sein. Ich glaube, das ist immer so ein Duo-Ding, Runde 3, glaube ich, meine ich. Am 1.12. geht's weiter, meinte Sammy. Okay, Baba, sehr, sehr geil, sehr nice. Ja, sagen alle 100 Songs, sehr geil, sehr, sehr stark. Am 1.12. geht's weiter, das heißt, nächste Woche geht's weiter, Chat, oder? Nächste Woche ist doch der erste, Baba. Ah, nur eine Folge pro Woche? Jede Folge 10 Songs? Sehr geil, Bruder. Also weniger Vloggerei und mehr Songs. Sehr geil, Chat. Sehr richtig Bock. Oha! 100 Songs, ja, Mann. Ey, ich sage, Runde 3 wird richtig geil, Chat. Runde 3 wird Peak. Sehr Bock, Digga. Da werden wir auch jede Woche, kann sein, Gäste haben, Chat. Kann sein, da werden wir wirklich jede Woche wieder Leute bei uns haben, Chat. Da werden wir jede Woche Leute bei uns haben. Sehr, sehr geil. Dick Bock. Dicke, dicke Bock, sehr nice. Niemand ist krass wie wir, Mann. Wer ist realer? Wir sind eine Partei. Oha, warte mal, das war doch Ding. Warte mal, das war die Gruppe. Okay, bin dick gespannt, Chat. Die sind weiter, ja, die sind weiter. Ey, nur 38 Leute sind weiter. Wie viel waren es jetzt in Runde 2? Sehr geil, sehr, sehr geil. Dick Bock. Dicke, dicke Bock, Chat. Richtig nice. Freunde, ich hoffe, ihr habt das Video genossen. Lasst mir gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo oder lasst einen Follow auf Instagram und Snapchat da. Freunde, kommt immer gerne in die Streams. Ich küsse eure Herzen. Slums up. Ich küsse eure Köpfe. Slums up. Slums out. Haut rein. Und ciao.